Ich schätze mal, Mutter Miranda ist die Bürgermeisterin. Also, Mama Miranda ist die Bürgermeisterin. Hier geht's wohl zum Schloss. Fit in the Depression. Oh. Wünschte, jemand würde meine Lehre der Depression füllen. Okay, verstehe. Ich brauche also zwei Platten dafür, um Satan zu vervollständigen. Amazing. Was hält mich davon ab, einfach woanders hinzugehen und die Polizei zu rufen? Was genau ist das, was mich davon abhält? Mami Miranda klingt weg. Och nein, och nein, och nein. Gar kein Bock hier auf eine Kirche. Oh! Wow! Kann speichern. Sollte Desaster, dieses, also ganz schreckliche Sachen, dieses Dorf heimsuchen, dann such nach den Crests, also nach diesen runden Dingern. Einer ist in der Kirche, der andere ist in Luisas Haus, schon wieder Luisas Haus. Ich habe schon vorher nicht gewusst, wo Luisa ist. Aber wir finden Luisa, keine Sorge. Was bringt das genau, wenn ich hier Mehl zerstreue? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also, ich habe es wirklich noch nicht ganz verstanden. Oh! Open dein Inventar, um Munition zu craften. Wie dann, wie dann, wie dann? Hier. Gunpowder. Das jetzt gemacht. Und mir das explosiv. Hä? Nein, es ist nicht! Es ist nicht, oder? Jede organische Substanz kann explodieren. Einzige Voraussetzung, der Stoff muss fein gemahlen sein. Somit wird auch Mehl zur explosiven Substanz. Damit es zu einer Mehlexplosion kommen kann, ist ein dichtes Gemisch aus Staub und Luft erforderlich. Damn! Mehl ist entzündlich. Oh mein Gott. Hallo. Oh, oh Gott! Wir hatten beide denselben Gedanken. Wir wollten uns beide hier verstecken. Okay, komm schon her, komm schon her. Also ich muss zu Luisa. Hier ist ein... Meine Sicht wird ein bisschen dunkler. Ich frage mich, was das zu bedeuten hat. Oder ist das normal? Mist. Sorry, ich will euch jetzt nicht stören bei irgendwas. Papa! Papa, Papa! Nein! Das sollte man nicht sexualisieren, das ist in West. Incest West. Schließen Sie die Tür. Bitte. Wo ist dein Papa? Hey. Bruder, wo ist dein Papa? Was machst du hier? Oh, da ist dein Papa. Stehen bleiben. Bitte, tun Sie uns nichts. Oh. Bruder, ich habe eine halbe Hand. Ich tue Ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Ja und? Ist doch egal. Auf mit deiner komischen Dorfmentalität. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, leise. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Also jetzt mal so eine ganz dumme Frage. Können wir nicht einfach drüber klettern? Das ist jetzt vielleicht so ein ganz wilder Gedanke, aber wir haben hier zum Beispiel richtig viele Kisten und einen Tisch. Können wir nicht einfach drüber klettern?
Ich will nicht wieder anfangen mit Logik, weil wir müssen hier Boxen mit einem Messer zerschlagen. Von daher... Okay. Bro! Oder, okay, ich erklär's dir. Mach eine Kiste hier hin, mach eine Kiste dahin, mach eine Kiste hier hin und der arme Papa kann hier einfach drüber. So, ich hab eine halbe Hand und ich komm hier drüber. Du willst mich doch verarschen. Lass uns erstmal die Zukunft vorhersagen. Was? Removing the screw. Wem? Ich krieg jetzt was von hinten. Kommt! Alles gut! Alles gut, von hinten fickt mich jetzt irgendwas. Und da stellst du gerade etwas wie der Game Designer an, dass sie sich nicht genug Mühe machen, ein Level so zu designen, dass es logisch Sinn ergibt. Bisher ergibt gar nichts Sinn bei Resident Evil. Ich weiß nicht, ob du am Anfang dabei warst. Du bist nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Ach. Tut mir leid. Ach so, okay. Hier sind wir sicher. Oder? I'm sorry, ich muss jetzt schon wieder stoppen. Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Bruder, ja, das zählt vielleicht im echten Leben, okay? So im echten Leben gibt's Leute, die sagen so, was? Nein, ich habe einen Job verloren, ist mir egal, ich brauche deine Hilfe nicht. Nein, ich möchte deine Hilfe nicht für eine Jobsuche. Aber wir reden hier von fucking Zombies. Und normalerweise sagt bei Zombies niemand, ich mag die Hilfe jetzt nicht von dir. Bro. Okay, ja, aber ich habe von Anfang, ich habe gefragt, ist jeder Resident Evil Teil irgendwie so dumm geschrieben? Das ist halt wirklich so weird bisher. Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Es ergibt nicht Sinn. Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Ja! Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Na los. Vater? Helft mir. Wir müssen ins Haus. Jetzt auf einmal möchtest du Hilfe, oder was? Ne, du kleine Pussy. Ha. Beta, wer Hilfe braucht. Du kriegst keine Hilfe von mir. Steh selber auf. Sei Alpha. Alpha-Males brauchen keine Hilfe. Ich find's grafisch sehr schön. Ich find's vom Gameplay bisher sehr schön, sehr interessant. Weil ich habe halt noch nie Resident Evil gespielt. Ich find's interessant. Nur storytechnisch, plottechnisch, es macht keinen Sinn. Spätestens, wenn dann irgendwie 20 Zombies so ein Haus belagern, wo du drin bist, solltest du dir sagen, okay, vielleicht macht das auch für meine Tochter mehr Sinn, wenn ich einfach 5 Kilometer nach Westen gehe und das nächste Dorf mit Festnetz, na, die Polizei rufe. Er geht random in so ein Dorf und alles ist voller Blut, an seiner Leichen, alles ist voll geblutet, dann sieht er ist sogar in einem Leichenkeller und wird dann von Zombies angegriffen und er denkt sich immer noch, yeah. Das ist eine gute Idee, dass ich hier bin. Gibt keine bessere Möglichkeit. Ich weiß nicht, wie Ethan so tickt. Hab ja Resident Evil 7 nicht gespielt. Also das, ne. Aber er wirkt sehr dumm. Aber jetzt machen wir mal weiter. Let's go. Hallo? Luisa. Jemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa! Mach auf! Ich bin's, Elena! Elena, das ist ein langes Ding. Steh! Die Monster hör nicht nach. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Mein Freund! Hau ab! Vater! Um Himmels Willen, lass uns rein! Nein! Sie riechen das Blut, es ist zu gefährlich! Mein Vater stirbt hier draußen! Ist nicht mein Problem! Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen. Hör schon auf! Die sind unsere Freunde. Na los, rein mit euch. Kommt, hier lang. Du bist nicht aus dem Dorf. Nein, ich bin Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen. Ja, let's go. Ich sagte, geh! Bist du Mami Miranda? Wenn Elena dir vertraut, dann tu ich es auch. Puggers. Komm rein, Ethan. Du hast ein schönes Kleid. Das mag ich. Warte hier, ich sehe nach den anderen. Ja. Yeah. Luisa, sie sind wieder eingebrochen und haben mehr von wie sagt man, Vieh genommen. Ich glaube nicht, dass wir den Winter überstehen. Ernest ist immer noch, wird immer noch vermisst. Wir können ihn nicht mehr finden.
Hat Mutter Miranda uns... Hat Mami Miranda uns verlassen? Hier lang. Hallo, Luisa. Komm rein, die anderen warten. Okay, let's go. Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um! Hä, warum? Was mache ich denn? Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es warum soll ich euch umbringen? Komm, Ethan. Setz dich. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und du warst Alkoholiker. Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen was sicher. Was mit Elena? Elena. Jeder Elena. Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen. Und morgen? Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann. Stopf dir das Maul, Roxana! Das Wait, liegt dieses der da auf Haus der Couch? Gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein. Okay. Er ist draußen. Also ist er tot. Ja. Irgendwo. Also ist er tot. Ja. Er geht Hilfe holen. Ja, also ist er tot. Ist, ja. Er geht Hilfe holen. Er ist tot. Beten wir. Für ihn. Chat, beten wir. Alle. Selfie praying, ja. Chat. Kommt. Kommt her. Braucht man ein Selfie Pray Mod? Okay. Oh, Allmächtiger! Chat, betet alle mit! Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Yes. Im Angesicht des Mordes. Nicht trinken, bitten! Erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Ja. Im Leben, wie im Tod. Ja. Preisen wir euch. Ja. Mutter Miranda. Oh. Ach, wir beten sie an. Der Tee ist fertig. Oh, wir beten Mami an. Okay. Okay. Das Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Okay. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Also sie ist noch lebendig. Hast du sie noch alle? Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Ja, tritt aufs Feuer. Ja, stopp. Was? Elena, nein! Lass mich! Nein, lass mich los! Nein! Er wird uns töten! Wir müssen weg! Lass ihn los! Elena? Ich sagte aufhören! Wieso braucht es bei ihr noch zwei Shots? Es tut mir leid, Vater. Hey, das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Elena, nicht! Du kannst nichts tun! Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen! Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden. Nein, ich bring uns hier raus. Uns beide. Wieso soll ich dich in Frieden lassen? Hä? Du
hast deinen Vater ge... warum soll ich... Wir müssen hier raus. Escape the house. Okay, wir escapen das Haus mit Miranda. Also, da waren echt viele Leute hier. Und diese Leute hatten Waffen. Also Julian zum Beispiel, der hatte ja eine ziemlich große, lange, dicke Waffe. Irgendwie kamen die nicht zum Einsatz. Also... Oh, okay, ich habe noch nichts, um die Engine zu starten. Truck Keys. Das ist gut. Seven items in more detail. Okay, und ich finde mal Clues heraus. Ich glaube nicht, dass ich da Clues finde in die... Was ist das? Oh, da ist was drin. Oh, ich habe doch was herausgefunden. Danke, Spiel. Ich weiß, dass das Haus gerade brennt, aber ich muss echt dringend Pipi machen. Ich lasse euch kurz mit dem Feuer alleine, ja? Okay, wait. Okay. Ist irgendwas passiert, Chat? Ist irgendwas passiert? Keine Zombies? Okay, habt ihr gut aufgepasst? Habt ihr gut aufgepasst? Das Feuer breitet sich aus. Jo, jetzt auf einmal. Jetzt noch, nehme ich auf dem Klo war. So, meine Süße, mein Täubchen. Jetzt fahren wir Auto. Need for Speed. Du weißt, ich bin ein guter Fahrer. Ich bin ein guter Fahrer. Hier sollte man meine The Crew 2 Gameplays einblenden. Was hast du vor? Autofahren, Entschuldigung. Hit the gas. Nicht, wie alt die Häuser sind, dass man da irgendwie auch mit dem Auto durch die Wand fahren kann. Das ist sehr gewagt, sehr gewagt. Ich versuch's nochmal. Das Feuer. Wir haben keine Zeit. Das ist sehr es ist sehr gewagt. Dann eben nach oben. Also vielleicht sind die Wände ja sehr dünn. Achso, in Amerika sind die Häuser aus Pappe. Nee, das ist Neu-Europa. Wir versuchen gerade durch eine Steinwand zu fahren. Atme nicht den Rauch ein. Was soll sie denn sonst einatmen? Sag deiner Lunge einfach, sie soll den Rauch filtern. Hoffentlich geht's deiner Familie gut. Ja, hoffentlich. Also meine Frau ist tot. Der geht's nicht so geil. Oh. Komm, es hält. Da, so kommen wir hier raus. Ein Glück. Ein Glück hat dieses Hausfenster. Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Hey, ja, hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Oh. Elena, nicht! Das ist nicht mehr dein Vater. Elena. Entschuldigung. Er hat mich erkannt. Vater. Du bringst dich noch um. Elena, sei jetzt nicht. Setz dich so 20 IQ. Elena, Elena, come on. Come on. Ich mag dich. Ich mag dich. Los. Nimm meine Hand. Elena, come on. Nein, sie wird sterben. Geh, Ethan. Rette deine Tochter. Elena, du schaffst das. Nimm meine Hand!